Ganz und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ihr seht es schon an diesem Bild hier. Ich habe mal wieder einen chinesischen Eigenimport für euch. Und an den Steinen, der Steinefarbe und der Steinart könnt ihr vielleicht euch auch schon denken, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Aber die Leute machen spannend. Man erkennt es nämlich am Beutel noch nicht sofort. Deshalb holen wir uns doch mal die Anleitung raus. Und wir sehen direkt, es ist ein Sluban-Set an der Setbezeichnung M38B0978518. Teile und es handelt sich um einen weißen Schneetarnpanzer. Wir hatten ja echt lange kein Set mehr von Sluban, deshalb freue ich mich auf dieses Set besonders und bin wirklich mal gespannt, wie sich die Teilequalität jetzt in der letzten Zeit vielleicht auch weiterentwickelt hat. Wenn wir uns dann die Anleitung anschauen, dann ist das eine klammergebundene Anleitung, ist auf jeden Fall eine der hochwertigeren Sluban-Anleitungen, die ich schon in den Händen hatte. Die schon gebauten Sachen werden in diesem hellen Beige-Ton dargestellt und das, was dann neu gebaut wird, in Vollfarbe. Wir haben Sticker dabei, das sehen wir jetzt auch schon in der Anleitung. Die werde ich wahrscheinlich weglassen, weil meines Erachtens machen die den Panzer nicht so sehr viel schöner und ich brauche auch die russischen Schriftzeichen nicht unbedingt drauf. Insgesamt haben wir für den Panzer 48 Bauschritte und mit dem kleinen Kladderadatsch, der dazugehört, mit diesem Zaun hier, insgesamt dann 50 Bauschritte auf 42 Seiten. Was wir direkt noch an den Teiletüten sehen, ist, dass die ganzen Teiletüten hier nummeriert sind. Also zum Beispiel die 6, hier haben wir eine 4 und so weiter und so fort. Da kann sich also euer innerer Monk schon mal beruhigen. Gruß an der Stelle an dich, Norbi. Wir machen eben hier nur Tüten nacheinander auf und du musst nicht die ganzen Teile auf dem Bautisch ertragen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf das Set und wir sehen uns gleich beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und wir haben eigentlich die gesamte untere Panzerwanne schon gebaut und auch das Fahrwerk schon komplett fertig. Und das Fahrwerk wird hier ganz interessant gebaut. Und zwar werden die Laufrollen an solchen Pins ohne Friktion befestigt, wo wir vorne so eine zwei lange Achse haben. Da stecken wir immer jeweils zwei von diesen Laufrollen hier drauf. Und das Ganze läuft echt gut. Also die drehen sich sehr gut, sind nochmal untereinander verstrebt, dass das wirklich hält. Und dadurch läuft auch die Kette wirklich, wirklich gut und sehr smooth hier durch. Und selbst auf dem Tisch, dem absoluten Kettenendgegner, ihr hört's, laufen die Rollen mit. Das Thema Farbtreue bei Weiß ist natürlich immer so ein Thema und auch hier ist es nicht perfekt. Wir haben ein paar Steine, die voneinander abweichen farblich, aber es ist viel, viel, viel besser als beim Kasi Clemens Voroshilov, den wir auch schon mal besprochen haben. Und hier echt in einem erträglichen Ausmaß bisher, wo ich sagen muss, der Panzer lässt sich trotzdem dann noch sehr gut anschauen, wenn nicht noch vereinzelte schlechtere Teile dazukommen. Ebenfalls ist der ganze Bau hier sehr stabil bisher, da passiert also gar nichts. Und die Steinequalität ist für Sluban meines Erachtens ungewöhnlich gut. Also die Steine sind hier sehr, sehr gut, der Bau fühlt sich immer gut an. Wir haben keine abweichenden Teile, also die Bauqualität ist vor allen Dingen immer gleich. Und das ist bisher die beste Qualität, die ich von Sluban jemals in der Hand hatte. Und ich würde es jetzt im Blindtest nicht von, ich sage mal, Sembo zum Beispiel unterscheiden können. Also das ist richtig, richtig gut. An dem Punkt absolut Daumen nach oben für Sluban, hätte ich nicht erwartet. Einen kleinen Tipp habe ich nur für euch. Und zwar baut man laut der Anleitung erst das Fahrwerk hier unten und dann die Verkleidung drauf und dann baut man die Ketten zusammen und erst danach werden die Ketten aufgefädelt. Ist natürlich absoluter Quatsch, weil man dann hier oben nicht richtig rankommt. Macht's am besten andersrum und nicht, wie es die Anleitung will und fädelt die Ketten auf und baut dann eben diesen Teil drauf. Habt ihr auf jeden Fall am Ende mehr Freude, als wenn ihr das hier irgendwie durchfädeln müsst. Auch ganz lustig war beim Bau der Ketten, dass Sluban anscheinend keine Mal-2-Zeichen kennt. Das fällt bei dem Panzer öfter auf. Wenn man gerade auch beim Fahrwerk hier unten die Teile baut, dann soll man in dem Bauschritt immer zum Beispiel diese Teile hier viermal bauen. Es ist aber nie ein Mal-4-Zeichen dabei und deshalb wundert man sich erst, wie das Ganze zusammenpasst. Das nächste ist auch bei den Ketten. Man baut bei den Ketten eigentlich zweimal genau das gleiche, aber das verteilt auf 10 Bauschritte nacheinander, jeweils 5 pro Kette. Macht meines Erachtens nicht allzu viel Sinn. Baut einfach gleich beim ersten Mal bei den 5 Bauschritten beide Ketten und dann fangt ihr nicht nochmal an und baut nochmal genau dasselbe. Aber Ketten bauen ist ja sowieso so ein Thema, was den meisten nicht den größten Spaß macht. Interessant ist halt hier, deshalb haben wir auch so viele Bauschritte pro Kette, dass wir immer mal so braune Teile mit drin haben. Wir haben ja die schwarzen Kettenteile und die braunen Kettenglieder. Ich finde, die braunen sehen ganz gut aus, haben dann eben auch wie beim Clement Voroshilov von Kasi die Optik so ein bisschen aufgenommen mit diesem braunen Weiß und eben dem Beige-Ton. Aber ich muss sagen, mir hätte es auch gereicht, wenn es komplett schwarz wäre. Trotzdem, fürs Regal macht das so auch was her.
Ich baue jetzt auf jeden Fall das Ganze zu Ende, die letzten 4 Bautüten, und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Panzer wieder. Wir sind jetzt beim Bau vom Geschützturm und ich möchte euch mal ein paar coole Teile zeigen, die hier verwendet werden und die ich jetzt bei Sluban so das erste Mal gesehen habe. Einmal könnte man ja denken, das ist das ganz normale Teil, wie man es kennt. Wenn ihr euch das aber im Seitenprofil anschaut, seht ihr, das ist verschieden dick. Und damit bekommt man so eine Schräge bei einem Geschützturm richtig, richtig gut hin und ich finde, das sieht toll aus. Und dasselbe haben wir auch nochmal als hier vorne recht dick gehaltene abgerundete Version. Und die Version verbauen wir auch noch im Geschützturm. Und ich muss sagen, das sind 2 Teiletypen, die ich jetzt, wie gesagt, das erste Mal so gesehen habe, aber richtig, richtig gut zu so einem Turm passen. Und auch das ein oder andere Set von anderen Herstellern wäre dadurch schon sehr aufgewertet worden vom Aussehen. Und wir sehen uns dann jetzt wirklich gleich mit dem fertigen Panzer wieder. Und fertig ist die Sluban M38 B0978, die übrigens auch ohne Sticker hervorragend aussieht, von daher weg mit dem Zeug. Auf jeden Fall haben wir hier den Panzer jetzt fertig stehen. Noch dazu ist dieses Zubehör hier, was als Deko dienen soll, ich sag jetzt mal nichts dazu. Also hätte es nicht unbedingt gebraucht, meiner Meinung nach. Und ja, wir haben auch noch eigentlich 2 Figuren dabei, die sind aber meines Erachtens ziemlich nichtssagend und sehen jetzt auch nicht nach irgendwas aus. Deshalb finde ich die jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig bei diesem Set. Zum Panzer an sich muss ich echt sagen, der ist wirklich designtechnisch sehr gut gelungen und hat auch echt eine schöne Größe. Ich finde hier hinten die Klappe cool, wo man rein theoretisch noch einen Motor hätte reinbauen können. Und wir haben hier eigentlich nicht viel an Schnickschnack oder Verzierungen dran. Aber das, was rangebaut wurde, bringt es eben einfach auf den Punkt. Auch hatten wir hier viele interessante Bautechniken, die ich von den anderen Panzer-Klemmbausteinherstellern so noch nicht gesehen habe. Grundlegend ist das Ganze auch wirklich sehr stabil und bespielbar. Wir haben trotzdem ein paar Sachen, die mir da Bauchschmerzen bereiten. Dazu gehören einmal die Kettenschutzteile hier, weil wenn die einmal abfallen und die fallen recht leicht ab im Vergleich, dann wird es schwierig, die wieder ranzubauen. Dann natürlich ist die Antenne da sehr anfällig abzufallen, ist aber auch wie bei jeder Antenne so, ist ja natürlich aber auch leicht wieder draufzubauen. Und eben alles, was so ein bisschen an Deko hervorhängt, kann schon mal abfallen. Aber das ist jetzt auch nichts, was nur bei dem Set hier so ist. Ansonsten zählt weiterhin, die Ketten laufen wirklich hervorragend mit. Also das ist wirklich allererste Sahne. Und der Turm ist drehbar, auch wirklich 360 Grad, also der eckt hier nirgends an. Die Steinequalität ist vom Aussehen und punkto Baugefühl wirklich oberste Klasse mit und viel, viel besser als von Sluban erwartet, das habe ich ja schon gesagt. Und die Konstruktion macht, wie gesagt, sehr viel Spaß, genauso wie eben dann auch der Bau. Das Set sieht am Ende gut aus und passt in so ein Schneediorama als Schneetarnpanzer wirklich, wirklich gut rein. Zur Tarnung sollten wir vielleicht die grünen Elemente dann wegnehmen, aber okay, das ist eben für die Optik. Es sind zwar Sticker dabei, zugutehalten muss man den Panzer aber eben, dass er auch ohne Sticker gut aussieht, finde ich ganz wichtig. Also ich muss damit als Fazit auf jeden Fall dalassen, dass sich Sluban scheinbar sehr verbessert hat in letzter Zeit und ich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Set hatte und in Zukunft bei mir auch wieder mal mehr Sluban auf den Tisch kommen wird. Sluban hat mich damit erstmal wirklich wieder überzeugt und zurückgeholt und hat mir auch gezeigt, dass sie auch Sets können, die nicht nur 120 Teile haben. Das hat ja immerhin 518 und hat mich sehr überzeugt. Wir haben ein paar kleine Schwachstellen, eben Teilchen, die doch mal abfallen können, weil sie etwas wackelig gebaut sind, nicht weil die Teilequalität schlecht ist. Und ansonsten ist das ein richtig, richtig gutes Modell für einen Preis, der nicht gerade billig ist. Das habe ich immer wieder gesagt, Sluban ist nicht billig, aber wirklich angemessen. Ich würde euch aber sowieso empfehlen, sowas hier als China-Import zu bestellen, wenn ihr jetzt kein Problem mit fehlenden Kartons habt und die Wartezeit von vielleicht dann 2 Wochen, die jetzt meistens bei AliExpress schon Standard geworden ist, hinzunehmen. Es ist ja nicht mehr so wie zu den Anfangswischzeiten, wo man 3 Monate auf eine Bestellung gewartet hat. Von mir gibt es dementsprechend auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für das Set. Und wenn ihr das Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.